Hallo und willkommen zurück hier auf Holgers Game Blog. Ja, ich habe wie gesagt gerade die Orden wieder umgetauscht. Und ja, was haben wir denn eigentlich alles noch für Briefe? Igor in Ruslan. Rosti in Toetown. Dainty in Toetown. Okay, dann können wir gleich doch nochmal eben kurz runter und den Brief an den Buhu übergeben. So, Parakei haben wir gerade aufgestuft. Walküre, fliege wild umher und trifft alle Gegner. Dann haben wir einen neuen Stern gerettet. Die Mista, das Herz dieses jungen Sterns ist erfüllt von Kraft und Reinheit. Ihr Himmelskuss regeneriert KP. Und auf der Karte waren wir diesmal hier vom Hafen runter bis nach Lava Island. In den Jade-Dschungel. Sehr seltene Pflanzen gedeihen in diesem Dschungel. Don Raphael lebt hier in der Krone eines hohen Baums. Yoshi-Siedlung. Yoshis und Abroxas leben in dieser Siedlung auf Lava Lava Island. Hier wurden auch ein Toethaus und ein Laden errichtet. Lava Lava Berg, ein riesiger Vulkan, der sich auf Lava Lava Island erhebt. Nach einer gewaltigen Eruption verhält sich der Berg wieder ruhig. Einer der ätherischen Sterne wurde hier von Lava Piranha festgehalten. Ja, und wie wir erfahren haben, wird sich das nächste Abenteuer hier hinten in den Blütenfeldern bewegen. Wie wir da hinkommen, wissen wir ja auch schon. So, aber dann noch mal schnell eben in die Villa. Zum Igor. In den Keller geht es folgendermaßen hier runter, ne? Ach. Ich glaube, das ist beides ein Raum, ne? Dann würde ich vermuten, dass der hier unten ist. Willkommen im Buhu-Laden. Womit darf ich dich erschrecken? Eigentlich gar nichts, genau. Sie sind doch Igor vom Buhu-Laden, oder? Mein Name ist Parakeri. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment, bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ein Brief? Oh, eine Bestellung. Komisch. Diese Bestellung kommt aus der windigen Schlucht. Das ist gleich um die Ecke. Können diese Leute nicht einfach herkommen? Na gut, mein Motto lautet von Buhu mit einem Lächeln. Nimm das bitte für deine Mühen an. So, und zack haben wir schon wieder zwei Sternsplitter nochmal gesammelt. Das ist doch fein. Hüpf. Sehr, sehr gut. So, jetzt. So, Toads, was geht denn? Mario, du bist ein wirklich guter Röhrenkletterer. Du rollst dich ein wie ein Papier und wirbelst in die Tiefe. Das ist so cool. Minzi wartet im Blumengarten auf dich, Mario. Zwar weiß man nichts Genaues, aber ich höre, dass ein Ort namens Blütenfelder in Schwierigkeiten sein soll. Mario, du sollst besser gleich zu Minzi gehen. Wenn du nach etwas Bestimmten suchst, solltest du mehr lieblich von Sternenstumpengipfel um Hilfe bitten. Sie ist berühmt für ihre Genauigkeit, ihre Vorhersagen. Mein Wunsch war es, immer ein guter Koch zu werden und in der Palastküche zu arbeiten. Ja, okay, das kennen wir schon.
Oh, Herr Mario, weißt du, was ein Archäologe macht? Ich habe gehört, sie reisen um die ganzen Welten so nach Schätzen. Das klingt spaßig. Vielleicht will ich ja jetzt ein Archäologe werden. Ob mir die Sterne diesen Wunsch erfüllen werden? Ah, die Grundsoliden, ne? Müssen wir aber jetzt züchten, aber wir haben, wie gesagt, kein Geld. Wo ist denn der kleine Dante? Da, einer von denen, ne? Es ist wahr, dass es irgendwo im Königreich eine riesige, furchtbare feuerspeiende Pflanze geben soll? Du hast sie besiegt? Ist das wirklich wahr? Wie kann etwas, das wie eine Blume aussieht, über furchtbarflößend sein? Werden sich die Blumen vom Ministerium etwa auch eines Tages in Monster verwandeln? Das wird doch nicht wirklich geschehen, oder? Du bist doch D&T, stimmt's? Ich bin Parakeri, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für dich. Einen Moment, bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit des Postboten ist nie zu Ende. Wow, vielen Dank. Sie sind viel schneller als der alte Postbote. Dieses Yoshi-Kind ist ein wirklich guter Brieffreund. Er schreibt richtig lange Briefe. Es klingt, als wäre er, wo er lebt, immer viel los. Wir sollten ihm zurückschreiben. Was denkst du, worüber wir schreiben sollen? Ich weiß es nicht. Lass uns später darüber nachdenken. Übrigens, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, Herr Parakeri. Können Sie das zustellen? Das ist ein Brief für Onkel Frosty im Sternental. Er ist mein Onkel. Er passt auf ganz viele Sternenkinder auf. Das klingt nach schwerer Arbeit. Er muss die ganze Zeit hinter ihnen her sein. Zumindest schreibt er es in seinen Briefen. Ich habe ihm auch einen geschrieben, um einen Weg abzulenken. Ich weiß es sehr, sehr weit, aber ich würde es sehr, sehr zu schätzen wissen. Brief an Frosty im Sterntal. Na gut. Stell dir vor, du bist draußen frei, brauchst dringend ein Item und weit und breit ist kein Laden. Du sollst immer auf die Schlimmste vorbereitet sein. Hier in Toton kannst du viele nützliche Dinge einkaufen. Mario, 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 hast du schon meinen Meister vom Dojo getroffen? Ich wollte meinem... ja, gut, das kennen wir auch. Hey Mario, wegen Bluffs Ordenladen. Ich habe gehört, dass man dort jede Menge Orden finden kann. Wäre doch mal eine gute Idee, dort öfter mal hinzugehen. Ja, wir gehen auch schon relativ oft dahin. Aber wir haben kein Geld. Was soll ich denn machen ohne Geld? So, was ist mit den Juwelenrittern hier? Hey, 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 wollen wir im Nimmerland Verstecken spielen? Das wird richtig unheimlich. Nein, das können wir nicht. Weißt du nicht, dass es doch gefährlich ist? Es gibt doch Geister. Mama sagt, dass ich niemals den Nimmerland betreten darf. Ja, ja, du und deine Mama. Hallöchen, Mario. Warst du vor kurzem vielleicht in den Tropen? Es scheint, als hättest du ein bisschen mehr Farbe bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch cooler aussehen könntest, aber du tust es. Danke, danke. Haben die Damen sich mal wieder gewöhnt? Ja, gut. Die sind immer noch unzufrieden mit ihrer Wohnung. Und was habe ich da gerade erspäht? Guma und Gumbrina. Gumbario, gut siehst du aus, dass du mir Mario ja nicht zur Last fällst, hörst du? Hey, ich fall ihm ganz sicher nicht zur Last. Ich helfe ihm die ganze Zeit. Wie schön. Unser lieber kleiner Gumbario hilft dem großen Mario. Ich bin so stolz. Das muss ich sofort deinem Vater und Gumba erzählen. Mario, du musst mal wieder bei uns vorbeischauen. Komm schon, hör auf, Mama. Das ist mir peinlich. Ich bin kein Kind mehr. Oh, sei nicht dumm, Kürbisköpfchen. Ich sag doch gar nicht, was dir peinlich sein müsste. Ich liebe dich, das ist alles. Darf denn eine Mutter nicht stolz auf ihre Kinder sein? Oh, Mama. Ihr müsst mich doch nicht wie ein Kind behandeln. Nee, 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 Gumbario wird ausgeschimpft. Halt die Klappe, Gumbaria. Hey, Mama, Gumbario ist gemein zu mir. Du warst auf Yoshi's Island? Du hast auch Boxer getroffen? Wow, das ist ja erstaunlich. Weißt du was, Mario? Auch das ist eine große, fette Lüge. Ich glaub dir kein Wort. Was? Ich würde gerne allein in einem Park voller Blumen spazieren gehen. Es wäre ruhig und erholsam. Blumen müssen nicht ständig schnattern, so wie die Leute. Wisst ihr, Jungs? Es gibt ein Milchhaus, das ich ziemlich stehe.
Aber ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen soll. Versteht ihr, was ich meine? Wirklich? Das wusste ich nicht. Okay, Junge, lass mich nur wissen, wenn du meinen Rat brauchst. Ich bin der Meister. Für den Anfang sollst du dir vielleicht ein paar Blumen schenken. Ja, genau. Blumen. Blumen. Mädchen lieben nichts mehr, als Blumen geschenkt zu bekommen. Ja. Überraschenderweise sind gerade Blumen das absolute Thema hier in Toton. Okay, der sagt auch immer nur noch das Gleiche. Woher hat sich der Wahl gebracht? Lava Lava Island? Wie schön! Natürlich habe ich davon gehört, aber ich war noch nie dort. Das klingt, als ob es das Paradies wäre. Hey Mario, ich hörte, du hast das Meer überquert und Lava Lava Island besucht. Vor langer Zeit war ich auch mal dort. Die Yoshis und Yoshis Siedlung haben sich sehr nett um mich gekümmert. Was für ein wundervoller Ort das doch war. Mildes Klima und köstliches Essen haben mir die Zeit versüßt. Ich erinnere mich an Picknicks am Strand, während mir eine sanfte Brise um die Nase wehte. Oh, es ist schon so lange her, ich muss mal wieder dahin. Hey Mario, Miss T, das Milch hat sich um die Blumen kümmert. War auf der Suche nach dir. Ah, der Wal ist also jederzeit da, wo man ihn braucht. Ach, guck mal hier. Der alte Fuzzi Bede. Der dämische Fisch, Mael, fängt Tonnen von Fisch. Es kümmert ihn nicht mal, dass ich nicht mehr da bin. Tja, Fuzzi Bede. Wär's mal vielleicht da geblieben. So, damit haben wir das Wohnviertel durch. Was hätte der denn im Angebot, wenn man denn Geld hätte? Noch ein Ausweicher. Dafür haben wir eh keine Punkte, ne? Megabeben, ja, können wir uns alles nicht leisten. Oh, Colorado. Was soll ich nur tun, wenn in Toton etwas passiert, wenn du nicht in der Stadt bist? Ich mach mir Sorgen, Mario. Wir haben kein gutes Händchen beim Lösen solcher Probleme. Hallo, Colorado. Sei gegrüßt, alter Junge. Vor dir liegt der Wanderpfad, aber kennst du, Cooper verschmäht den Weg. Er ist ziemlich stark. Ich würde sogar sagen, brutal stark. Das ist vermutlich nicht so gut. Es gibt nichts, was ich da tun kann. Ich muss einen geheimen Weg nach Cooper finden. Aha, jetzt ist dieser komische Kenzie Cooper also aufgetaucht. Okay, den kümmern wir uns. Um den können wir uns dann auch kümmern. Ach ja, Mario. Ja, hallo. Nun, du hast Post bekommen. Ja, welchen Brief möchtest du lesen? Oh, Mario hat einen neuen Brief bekommen. Von Guma. Hier bitte. Lieber Mario, wie geht's meinem kleinen Mario? Uns geht es allen gut. Ich hoffe, dein Scanner hat sich schon oft als hilfreich erwiesen. Schau doch mal wieder vorbei, wir vermissen dich alle. Viel Glück, meine kleine Gumnus. Ich denke oft an dich, Guma. Bombette hat einen Brief von Bruce, natürlich. Der Liebesbrief von dem explodierenden Tod in Cooper. Bomben Cooper. Bombette! Du musst zu mir zurückkehren. Oh, leicht entzündlicher. Oh, leicht entzündlicher Pop-Omb. Mein Herz wartet auf dich in Cooperheim. Es brennt wie eine Zündschnur. Ich werde dich für immer lieben. Selbst wenn du mich ablehnst, wird meine Liebe nicht vergehen. Wenn ich dich nicht bald sehe, werde ich ganz sicher explodieren. Also bitte beeil dich. Du hast meine Leidenschaft entzündet. Komm zurück zu mir, meine Liebe. Dein Bruce. Ach, der arme Trottel. Bu hat einen Brief von Buhudler bekommen, natürlich. An Lady Bu, bitte kehrt so schnell wie möglich zurück. Ich kann die Vorstellung nicht ertragen, wie ihr euch in Gefahr begibt. Ich bin so in Sorge, dass ich nicht beschlafen kann. Als ihr mit Mario gegangen seid, habt ihr mir gesagt, ich soll euch nicht folgen. Doch jetzt bereue ich meinen Gehorsam. Ich hätte auf jeden Fall mitkommen und euch beschützen sollen. Alles, was ich jetzt tun kann, ist mir mit den anderen Buhus von den Sternen zu wünschen, dass ihr sicher wieder zurückkehrt. Bitte passt gut auf euch auf, Buhut. Wartet noch ein Brief von Fuzzi Bede. Liebe Watt, ich bin noch auf Achse, aber ich will nie wieder ein Köder sein. Ich glaube, ich sollte eure Hilfe zu schätzen wissen. Dieser Brief ist mein Dank. Wir sind jetzt quitt, ja? Viel Glück bei dem, was ihr vorhabt.
Und wenn ihr uns mal wieder um den Weg laufen, dann stört mich nicht, ja? Ja, jetzt haben wir alle, ne? Ja. Jo, bitte weglegen. Danke. Tschüss. Entschuldigung. Mrs. Peach, oh, wenn ihr noch einmal im Lächeln sehen dürfte. Ich habe mit Stiege gefragt, ob sie mir helfen kann, einen Blumenstrauß zusammenzustellen. Keiner kennt so gut aus wie Blumen wie mit Stiege. Meine Mutter hat sich sehr über die Blumen gefreut. Sie hat mir einen Kuchen gebacken. Mario, bitte beruhige mich. Prinzessin Peach wird doch wieder heil zurückkehren, oder? Sie muss, oder ich falle in Ohnmacht. Diese Stadt war einst so friedlich und sorgenfrei. Mein Wunsch ist es, sie wieder so sehen zu können. Toto News. Wird der Wanderpfad bald mautpflichtig? Ein riesiger Koopa verspinnt einen Wanderpfad zwischen Koopaheim und Toadtown. Die gigantische Kreatur, die sich selbst Kenzi Koopa nennt, verlangt Wegzoll von jedem Passanten. Sollte die Zahlung verweigert werden, bleibt die Straße blockiert. Diese Erpressung muss so schnell wie möglich aufhören. Jeder Vorschlag ist willkommen. Ein, zwei empfehlen wir, genügend Geld dabei zu haben, wenn sie nach Koopaheim unterwegs sind. Beschwerdeecke. Ich habe mir ein Set von Fotos der Prinzessin gekauft, aber es war ein totaler Betrug. Ich habe 100 Münzen bezahlt, habe aber nur 3 Fotos bekommen, die noch dazu total unscharf waren. Das war das absolute Gegenteil von guten Bildern. Gib mir mein Geld zurück, du Schwindler. Ein großer Fan der Prinzessin. So, was sagen die Fashionistas? Wisst ihr, Mädchen, da gibt es etwas, das mich bedrückt. Warum bin ich so wunderschön? Oh, Schönheit ist eine Last. Nettes Ego, Christi. Ehrlich, muss ja toll sein, sich selbst verliebt zu sein. Manchmal redest du wirklich absoluten Schwachsinn. Wisst ihr, die Leute mögen mich, weil ich immer fröhlich bin. Wer kümmert schon die Optik? Achso, das ist der Kartentyp. Darf ich dir das fragen, Mario? Warum gehst du nicht einfach los und befreist die Prinzessin? Ich dachte, du hättest Bowser schon mehr als einmal besiegt. Ja, beruhigen, ne? Setzt du auch immer schön brav dein Lieblingsitem ein? Es ist schön, ein Lieblingsitem zu haben, aber du solltest unbedingt auch mal ein anderes ausprobieren. Vielleicht stellst du ja fest, dass es noch coolere Items gibt. Du bist für mich die Sonne. Du scheinst auf mich herab, erfüllst mich mit Wärme und Liebe, erhitzt mein Herz. Oh, ohne dich würde ich verwelken und vergehen. Oh, du kleine Ringelblume, diese Sonne wird für dich niemals untergehen, mein Herz. Alarm, große Neuigkeiten, Leute. Minz-T, unsere liebe Mitbürgerin, die sich um den Blumengarten kümmert, hat Schlimmes zu verkünden. Die Blütenfelder, ein Land voller sanftmütiger Blumen, befindet sich in großer Gefahr. Jemand muss spezielle Samen sammeln, um den Blütenfeldern zu helfen. Hey Mario, Minz-T möchte ich mal gefallen bitten. Sie pflegt den Blumengarten. Die Blütenfelder, ein Land bedeckt von Blumen, befindet sich vermutlich in großer Gefahr. Ich habe ihr gesagt, dass ich dich zu ihr schicken werde, damit sie dir genau ausbrüchen kann. An jedem Ausgang von Toadtown steht also ein Toad, der uns an Minz-T weiterleitet. So, was sagt die Familie? Okay, die sagen alle das Gleiche. Eben noch den letzten Brief wegbringen. Sprichst du zu mir, weil du nach Wissen suchst und nur mein geschulter Geist vermitteln mag? Wie wär's denn damit? Weißt du von Yoshi's, die auf Lava Lava in der südlichen See leben? Vielleicht liegt es an der Farbenpracht der Inseln, dass die Yoshi selbst in allen Farben zu finden sind. Es scheint fast, als würden ihre Persönlichkeit mit der Farbe ihrer Haut zusammenhängen. Sie alle lieben gutes Essen, aber vor allem gelbe Yoshis scheinen besondere Feinschmecker zu sein. Wenn du auf einen gelben Yoshi treffen solltest, gib ihm doch etwas Köstliches. Vertrau mir, er wird sich sicher freuen. So, hier ist der Brief. Was könnte das wohl sein? Wie eigenartig, er kommt von Lava Lava Island. Ja, es ist eine Frage von einem neugierigen Kind. Mein Wissen ist sehr gefragt. Danke, Parakari, für die rasche Zustellung. Normalerweise beantworte ich ja keine Anfragen, aber es kommt von einem Kind und wir müssen die junge Generation bilden. Als ich ein Kind war, war ich auch voller Wissensdurst und bin es noch immer. Ich werde mich sofort um die Beantwortung kümmern. Nochmal herzlichen Dank, dass du den Brief über deine so weite Erfahrung zugestellt hast. Bitte nimm das als kleines Dankeschön. Ja. Kennst du einen Koopa namens Colorado? Er ist ein berühmter Forscher und Archäologe. Ich habe höchsten Respekt vor ihm. Das Rätsel der Zuckerzipfel am Wanderpfad, die Erforschung der Staubbrocken und Ruinen, die Entdeckung vieler verschollener Artefakte. Dies sind nur einige seiner Leistungen. Erst kürzlich hat er einen Schatz gefunden, der die Existenz einer uralten Zivilisation auf Lava Lava Island beweist.
Laut Colorado sollen vor langer Zeit viele Leute auf Lava Lava Island gelebt haben. Sie sollen Höhlen an den Hängen des Vulkans bewohnt haben. Doch sie mussten die Insel verlassen, weil der Vulkan wieder aktiv wurde. Nicht mal Colorado konnte mehr über sie herausfinden oder wohin sie geflohen sind. Erst viel später haben Yoshis und Aboxas die Insel besiedelt. Seither leben sie in Harmonie. Wenn es noch etwas gibt. Ja. Weißt du noch was? Jo. Kennst du einen riesigen Cooper namens Kenzie Cooper? Vor langer Zeit war er ein Bürger von Cooperheim. Man sagt, zu dieser Zeit hat er viel mit vier Jungs aus dem Dorf zusammen trainiert. Kenzie Cooper war erstaunlich stark. Er hat es immer wieder geschafft, die vier Coopers im Kampf zu besiegen. Doch trotz all seiner Kraft soll auch Kenzie Cooper den einen oder anderen Schwachpunkt haben. Wenn es noch etwas gibt, was du zu wissen wünschst, dann zögere nicht, mich zu fragen. Das ist ja ganz gut zu wissen. Irgendwo auf der Welt, versteckt vor den Blicken der Leute, soll es einen Ort namens Blütenfelder geben. Die Suselwusel, eine sehr seltene Art der Suseldusel, soll in diesem Land vorkommen. Ich hörte, diese Suselwusel soll so scheu sein, dass sie vor jedem davonläuft, den sie sieht. Solltest du jemals eine zu Gesicht bekommen, darfst du dich glücklich schätzen. Ich würde gerne mal eine sehen. Selbst wenn du sie nicht erwischst, kannst du sie vielleicht später am selben Ort wiederfinden. Wenn es noch etwas gibt, was du zu wissen wünschst, dann zögere nicht, mich zu fragen. Okay, wir haben alle neuen Infos aus dem raus. Ja, und damit sage ich, beenden wir diese Folge. Und ob Mario auch neue Briefe bekommen hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.